Geschichten. Wenn wir eine Geschichte erzählt bekommen, lesen oder durch einen Film oder ein Videospiel erleben, wissen wir, so unterschiedlich die Erzählungen im Detail auch sein mögen, dennoch nahezu immer in etwa, was uns so erwartet. Sei es das Buch, der Spielfilm oder der große Bruder, der uns irgendeine wilde Story auftischen will. Auf eine Sache können wir uns dabei stets verlassen. Es gibt einen roten Faden. Sei es ein Kriminalfall oder ein bestimmter Charakter, an dem wir uns im Laufe der Geschichte binden. Auf die eine oder andere Weise ist es auf jeden Fall immer die Geschichte selbst, die uns den Zuhörer an die Hand nimmt und durch die Geschehnisse leitet. Die Geschichte stellt die Ereignisse so zusammen, dass wir ihnen folgen können. Einleitung, Charakterentwicklung, Spannungsaufbau und Höhepunkte, all das sind Elemente, die eine klassische Erzählung ausmachen. Die Dinge wären alles in allem also im Klaren. Gäbe es da nicht dieses eine Franchise, das sämtliche Grundlagen des Storytellings über den Haufen wirft, alle Verantwortung abgibt und uns, den Spieler, seine ganz eigene Geschichte erleben und erzählen lässt. Bevor wir uns mit den einzigartigen Methoden des Storytellings, derer Dark Souls sich bedient, befassen, wollen wir kurz einen Blick darauf werfen, wie Geschichten in Videospielen für gewöhnlich so präsentiert werden. Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen, ich werde mich der Einfachheit halber daher auf die Mechaniken beschränken, die den Videospiel-Mainstream-Markt so dominieren. In den allermeisten modernen Titeln steckt im Kern eine klassische Erzählung, bestehend aus Einleitung, die die Ausgangssituation schildert, Hauptteil, Höhepunkt und Schluss. So stellt ein The Last of Us beispielsweise in seinem Intro die Hauptperson und ihren persönlichen Konflikt vor, welche uns über die gesamte Spielzeit begleiten werden. Der Spieler schlüpft bei diesem Ansatz in der Regel in die Rolle einer oder mehrerer Hauptcharaktere, die an den meisten Ereignissen der Geschichte auch aktiv beteiligt sind. So wird sichergestellt, dass die gesamte Story für den Spieler greifbar ist und stets mit dem passenden Gameplay unterstützt wird. So schleichen wir mit Joel durch zombieverseuchte Ruinen oder werden von fiesen Wegelagerern verfolgt. So hangelt sich das Gameplay an einem ganz klassischen Roadmovie-Prinzip entlang, was es uns ermöglicht, einen oder mehrere vorgeschriebene Storypfade mitzuerleben. Durch diesen ludonarrativen Einklang können wir eine Beziehung zu den Charakteren aufbauen und mit ihnen und ihren Geschichten mitfiebern. In offeneren Titeln, wie The Witcher 3 Wild Hunt zum Beispiel, rückt dieser rote Faden, also die Haupthandlung, bisweilen ein bisschen in den Hintergrund, zugunsten mehrerer kleiner Geschichten am Rande, auch Sidequests genannt. Diese Nebenhandlungen dienen dabei dazu, die Welt, in der die Geschichte stattfindet, weiter zu kolorieren oder die Geschehnisse rund um den Hauptstorystrang näher zu beleuchten. Auch wenn dieser optionale Side-Content dem Spieler eine gewisse Freiheit im Spielerlebnis bietet, so bleibt die Grundstruktur, bei der die gesteuerte Figur Zentrum aller Ereignisse und verantwortlich für das Voranschreiten der Geschichte ist, eigentlich bestehen. Das Prinzip ist klar: Ein NPC benötigt uns, den Spieler, um seinen Weg in der Welt fortsetzen zu können. Durch diese Art des Storytellings wird wiederum sichergestellt, dass der Konsument ohne großen Aufwand an alle relevanten Informationen bezüglich der Handlung kommt und das volle, durchinszenierte Spielerlebnis auch genießen kann. Doch was unterscheidet die Dark Souls-Trilogie nun so stark von diesem gängigen Prinzip? Beginnen wir mit der Einleitung. Hier bewegen wir uns eigentlich noch auf altbekanntem Grund und Boden. In einer cinematischen Cutscene wird uns die Spielewelt und ihre Misere erklärt. Diese lässt sich in der Regel sehr knapp zusammenfassen. Eine fiktive Welt steht kurz vor dem Ruin und es herrscht eine allgemeine Melancholie. Um den endgültigen Untergang zu verhindern, müssen wir mehrere Oberschurken zuerst ausfindig machen und dann bezwingen und mit Hilfe ihrer Seelen das Zeitalter dann irgendwie retten. Und genau das tun wir das Spiel über auch. Wir erkunden zerstörte Landschaften, kloppen Gegner, besiegen Bosse, kloppen noch mehr Gegner und irgendwann haben wir, was jetzt nochmal, geschafft? Das ist alles, was uns Dark Souls als roten Faden, also als Kernhandlung auf den Weg gibt. Nicht gerade viel.
Wie kann es daher sein, dass diese Geschichte in der Videospielwelt dermaßen viel Anklang findet, gar als Meisterwerk bezeichnet wird, wo der Plot ja dürftiger fast nicht sein könnte? Darum soll es in dem heutigen Video gehen. Wir werden uns mit den drei Grundpfeilern des Dark Souls Storytellings befassen und am Ende hoffentlich Antworten finden. Nach dem eben erwähnten Intro setzt uns Dark Souls ohne weitere Erklärungen mit einer Unmenge an unbeantworteten Fragen in seiner Welt ab. Wer ist unsere Figur? Wo soll ich eigentlich hingehen? Uns bleibt nichts anderes übrig, als auf eigene Faust die Erkundung anzutreten. Und was entdecken wir? Gewaltige, leere Kathedralen, schmodderige, giftgeplagte Sümpfe, bizarre Monstrositäten und gebrochene Kreaturen. Statt Antworten tun sich uns nur noch mehr Fragen auf. Was ist hier passiert? Wie war dieser Ort wohl in seiner Primetime? What the fuck? Wer einmal in eine dieser Welten eingetaucht ist, weiß genau, was ich meine. Doch woher kommt diese Wirkung? Es sind doch eigentlich nur versiffte, zerstörte, graue Gemäuer. Was macht das gerade in Dark Souls so besonders? Die Antwort auf diese Frage liegt im Detail. Und zwar in den unermesslichen Mengen an Details, die Entwickler From Software in seine Welten eingebaut hat. Sei es die Levelstruktur, das Gegnerdesign, die Gegnerplatzierung oder die Kulisse, jeder Ort ist einzigartig. So treffen wir, wenn wir in Dark Souls 1 in die Kanalisation der Untotenburg hinabsteigen, auf giftige Ratten in engen, feuchten Korridoren. Ganz unten finden wir ein rostiges Tor, das uns in noch viel tiefere Abwasserkanäle und Stollen hinabführt, bis wir die heruntergekommene, auf wackeligen Brettern errichtete Schandstadt erreichen, wo missgestaltete, längst vergessene Kreaturen hinter jeder Ecke lauern. Jeder Gegner hat einen Grund, genau dort zu sein, wo er ist. Ein fantastisches Beispiel hierfür ist das zweite Gebiet aus Dark Souls 3. Eine modrige, leichenübersäte Siedlung. Von Minute 1 an ist klar, hier ist etwas Schreckliches passiert. Überall hängen leblose Körper, auf die brutalsten Arten hingerichtet, die Luft ist erfüllt vom Klang der Schmeißfliegen. Hier hat augenscheinlich ein Massaker stattgefunden und es liegt an uns, die Antworten in unserem Kopf zu rekonstruieren. Käfige, vollgepfercht mit heruntergehungerten Leichen, die offenbar gemeinsam auf engstem Raum eingesperrt wurden, bis sie irgendwann elendig verreckt sind. Und das Schlimmste ist, wenn wir diese Käfige finden, sind einige der Leichen noch am Leben und beginnen nach uns zu treten und uns mit ihren eigenen Exkrementen, zwischen denen sie sitzen müssen, zu bewerfen. Dieser Gegnertyp an diesem Ort hat einen verdammt bitteren Beigeschmack. Und das ist eben nur eines von endlosen Beispielen. Jedes Areal wird in seiner Einzigartigkeit und Faszination von uniken Gegnern und durchdachter Gegnerplatzierung ausgeschmückt. Ich persönlich kenne kein anderes Spiel, in dem die Umgebung für sich bereits derart intensive Geschichten erzählen kann wie in Dark Souls. Wer noch tiefer eintauchen will, findet versteckt in Item- und Waffenbeschreibungen zahlreich weitere Einblicke in die Backstory, sodass sich der aufmerksame Spieler nach und nach immer mehr selbst zusammenreimen kann. Ein Beispiel dafür, wie ein Item und seine Beschreibung einer Geschichte latent mehr Tiefgang verleihen können, zeigt folgende Episode aus Dark Souls 3. No jailer, are you? No, you're from far away. Im Anfangsgebiet können wir den Dieb Greirath aus seiner Zelle befreien, worauf er uns einen Ring übergibt, den wir einer alten Frau namens Loretta bringen sollen. Im späteren Verlauf des Spiels können wir allerdings nur noch ihre sterblichen Überreste vorfinden. Was dieser simplen, aber traurigen Geschichte den typischen Dark Souls-Touch verleiht, ist der Ring, den wir erhalten. Der blaue Tränensteinring erhöht unseren Verteidigungswert, wenn wir kurz vor dem Ableben stehen. Greirath wusste also, dass Loretta kurz vor ihrem Ende stand und wollte sie mit diesem Ring beschützen.
Umso tiefer trifft uns Greirats Reaktion, wenn wir ihm Lorettas Knochen aushändigen. Heavens, she was already dead. Thank you. I'm not surprised though. Dieser Punkt bringt uns gleich zur zweiten tragenden Säule im Dark Souls Storytelling. Wir sind in Dark Souls nämlich nicht ganz alleine in dieser trostlosen Welt. Hier und da treffen wir auf NPCs, die offenbar ihren Verstand noch beisammen haben und, genauso wie wir, ihren eigenen Weg beschreiten. Im Laufe ihrer Reisen werden sie uns das ein oder andere Mal zufällig über den Weg laufen. Der große Unterschied zu herkömmlichen Sidequests besteht bei diesen NPC-Begegnungen darin, dass die Nebencharaktere in Dark Souls in keinster Weise von uns als Spieler abhängig sind. Während wir im Spiel voranschreiten, machen sie nämlich ihr eigenes Ding, unabhängig davon, ob wir mit ihnen interagieren oder nicht. Wir können durch unser Handeln zwar Einfluss auf ihre Geschichten ausüben, müssen das aber auch nicht. Die Quests laufen ganz im Versteckten ab. Es gibt also kein Questlog und die Encounter und deren Verläufe sind oft auch dermaßen gut hinter Backtracking, Items oder Bosskämpfen versteckt, dass es praktisch unmöglich ist, ohne einen Guide alle Questlines zu verfolgen. Die NPC-Begegnungen und die dazugehörigen Quests sind also reiner Zufall und nicht dazu gedacht, sie beim ersten Spieldurchgang komplett zu erleben. Dennoch ermöglichen sie zum Teil den Zugang zu geheimen Enden. Diese Art der Interaktion mit Nebencharakteren trägt dabei unweigerlich maßgeblich zur Authentizität des Worldbuildings bei und der damit verbundenen Geschichte. Die Welt atmet und dreht sich weiter und im Mittelpunkt steht eben nicht unser Hauptcharakter. Wir sind einfach nur einer von vielen, der am Ende der Zeit versucht, seine Bestimmung zu erfüllen. Kommen wir nun zum letzten, aber dennoch sehr wichtigen Element. Die Dark Souls-Reihe gilt ohne Frage als sehr anspruchsvoll. Es gibt keinen voreinstellbaren Schwierigkeitsgrad und das schreckt viele Spieler ab. Kritiker sind zwiegespalten. Die einen bemängeln, dass die Spiele so vor vielen Interessenten ihre Tore schließen und unnötig frustrierend seien. Andere lehnen einen Easy-Mode für diese Titel grundlegend ab, da dieser tief in die Identität des Genres eingreifen würde. Doch kann der Schwierigkeitsgrad eines Spiels tatsächlich ein erzählerisches Stilmittel sein? Auf der Hand liegt erst einmal, dass der hohe Anspruch, den das Spiel an den Spieler stellt, definitiv im Einklang zu der vermittelten Atmosphäre und der Story steht. Die Welt von Dark Souls ist hart und erbarmungslos und das sollen wir spüren. Die Welt hat ihre eigenen Regeln, denen wir uns unterwerfen müssen. Um eine Konsonanz zwischen Narrative und Gameplay zu wahren, ist das durchaus passend. Wer aufgibt, wird in der Lore von Dark Souls zu einem Hollow, einer seelenlosen Hülle, die all ihren Lebensmut verloren hat. Goodbye. Be safe, friend. Don't you dare go hollow. Scheitern und Frust finden sich demnach durchaus als Konzepte in der Story des Spiels wieder, weshalb eine Senkung des Schwierigkeitsgrades das Kunstwerk und seine Wirkung auf den Spieler definitiv einschränken und schwächen würde. Darüber können wir aber gerne in einem gesonderten Video sprechen. Das ist jetzt erst einmal sehr theoretisch und allgemein. Ich möchte euch daher zwei konkrete Beispiele liefern, wie das Gameplay und der daraus entspringende Schwierigkeitsgrad ihren Teil zur Geschichte des Spieles beitragen. Wenn wir am Ende von Dark Souls 1 im Ofen der ersten Flamme Aschefürst Gwyn herausfordern, bleibt ein pompöses, episches Finale, wie man es erwartet hätte, aus. Stattdessen kämpfen wir gegen einen alten, fluchzerfressenen, einst stolzen Mann, begleitet durch ein einzelnes Piano.
Gewinnen ist nichtsdestotrotz ein verdammt fordernder Kampf, der uns als Spieler alles abverlangt, was wir auf unserer Reise gelernt haben. Aber er ist der einzige Boss im gesamten Spiel, dessen Angriffe von uns mit dem Schild pariert werden können. Das zeigt unweigerlich, wie tief dieser Mann gefallen sein muss, und wir können nur erahnen, wie mächtig er in seiner Primetime gewesen sein muss. Eine der wohl berühmtesten Geschichten ist die von Artorias dem Abgrundschreiter und seiner Wölfin Sif. Artorias war einst einer von Gwyns mächtigsten Rittern. Gemeinsam mit seiner treuen vierbeinigen Gefährtin galt er als unbesiegbar. Aber Artorias verfügte darüber hinaus über einen Ring, der es ihm ermöglichte, die ewige Dunkelheit des Abgrunds, die entsetzliche Ausgeburt der Menschlichkeit, zu beschreiten. Und so machte er sich eines Tages auf in die ferne Stadt Olasil, da er dort Manus, den Vater des Abgrunds, vermutete. Von dieser Reise sollte er nie zurückkehren. Jahre später treffen wir im Finsterwurzbecken auf Sif, die dem Kampf gegen Manus entfliehen konnte und seither geduldig über Artorias Schwert und Ring wacht, damit niemand mehr dem Abgrund zum Opfer fallen kann. Doch wir bezwingen sie, nehmen ihr den Ring ab und machen uns auf in die Vergangenheit, wo wir selbst Olasil aufsuchen. Bald schon treffen wir dort auf Artorias, oder besser das, was aus ihm geworden ist. Sein linker Arm hängt leblos herunter, eine düstere Aura umgibt seinen gesamten Körper und er ist augenscheinlich nicht mehr er selbst. Zerfressen vom Abgrund, besiegt und nur noch ein Schatten seiner selbst. Dennoch leistet er im Kampf gegen uns Erstaunliches. Er ist schnell, unfassbar kräftig und steckt eine Menge ein. Nach einem schweißtreibenden, nervenaufreibenden Kampf können wir ihn endlich bezwingen und somit erlösen. Was bleibt, sind zwei Fragen. Wie muss dieser Berserker nur zu Lebzeiten gewesen sein? Und wenn diese Legende von Manus besiegt wurde, wie stehen dann bitte meine Chancen? Dark Souls erzählt definitiv keine Story auf klassische Art und Weise. Die Geschichte erschließt sich uns vielmehr durch subjektive Gefühle, durch die Interaktion mit der Welt und ihren Bewohnern und das Gameplay an sich. Das Spiel liefert uns nichts weiteres als einen Rahmen, in dem wir als Spieler unsere eigene Geschichte schreiben können. Eine Art des Storytellings, wie sie so nur für ein Videospiel möglich ist.